Der Sieg ist unheimlich wichtig, ja? Und wir wollten gerade uns hier vor heimischem Publikum mit einer zumindest ordentlichen Leistung, das haben wir uns vorgenommen, verabschieden. Da ist natürlich dann so ein Wahnsinnsspiel rausspringen, dass wir den zweiten hier mit 4-1 weghauen. Ja, damit konnte vorher keiner rechnen, das ist umso schöner. Jeder Punkt, den wir holen, ist wichtig. Jetzt gegen Fürth haben die Außen nicht mitgerechnet. Wir haben uns darauf besonnen, dass wir eine gute Mannschaft sind und dass wir uns an den Haaren wieder rausziehen müssen aus dem Sumpf. Und von daher war es natürlich immens wichtig. Ja, natürlich unglaublich Spaß, wenn man natürlich so eine spielstarke Mannschaft dann nachher so an die Wand spielt dann mit den Kontern. Ist natürlich super und man hat natürlich auch gesehen, nach dem 1-0, dann kam schnell das 1-1, aber das 2-1 hat die Zuschauer direkt wieder mitgerissen und die stehen wie eine Wand hinter uns und das ist einfach super. Ja, ich gehe eigentlich immer meistens kurz bei den Freistößen und habe mich erstens abseits gestellt, dann bin ich kurz gegangen, wieder raus aus dem Abseits und der Ball kam super vom Lorenz auf meinen Kopf und ich bin natürlich auch als Kopfballungeheuer bekannt, deswegen war es nur eine Formsache, den dann so ins Eck zu köpfen. Ja, ich denke, wichtig ist, dass ich der Mannschaft einfach helfen kann. Das ist mein Job, das versuche ich. Wenn die vorne treffen, ist umso besser. Ja, ich denke, ich versuche immer so viel wie möglich nach vorne mitzumachen. Dass die beiden Flanken heute punktgenauer kamen, ist natürlich gut. Freut mich auch für die Abnehmer in der Mitte. Freut mich für mich, freut mich für die Mannschaft, für den Trainer, für die Fans. Aber ich denke, ich muss noch weiter daran arbeiten, um annähernd ein guter Flankenspieler zu werden. Ja, das ist unheimlich. Es hat richtig Bock gemacht heute und es ist auch so schön, mal eine Viertelstunde vor Schluss mit 3 Toren zu führen, wenn man wirklich ganz entspannt Fußball spielen kann und nicht so ein Zitterding da wieder hat, wie gegen Dresden oder wie wir es eigentlich in der Vergangenheit immer hatten. Und das haben wir uns ja auch angesehen, dass wir Spaß hatten, dass heute auch einiges abgefallen ist und das liegt uns unheimlich gut. Ja, ist natürlich super. Wir wollen natürlich jetzt auch in den Winter reingehen, nächste Woche auf dem Nicht-Abstiegsplatz und dann weiter hart arbeiten, dass es dann halt bis Ende Mai dann so bleibt. Ja, ich denke, das war für uns glücklich, dass so viel geklappt hat in den Wochen vorher oder wenn man die Niederlagenserie sieht, da hat auch vieles nicht geklappt und dafür wurden wir dann sofort bestraft. Ich hätte auch gerne 4 Spiele in Folge 1-0 gewonnen, jetzt haben wir 4-1 gewonnen. Ich denke, wir sollten das mitnehmen, den Schwung mitnehmen, das letzte Heimspiel in diesem Jahr und das einfach so weitermachen. Ja, die Tabelle interessiert momentan gar nicht. Also wichtig ist nach dem 34. Spieltag, dass wir über dem Strich sind. Das ist unser Ziel und dafür fighten wir Woche für Woche.